Oh, fuck. Schönen guten Tag, ich baue jetzt eine Brille aus dem Kerbleistift. Wie man gerade schon gesehen hat, mache ich jetzt einen Prototypen erstmal. Mit bisschen Klebeband, Tesafilm. Ja, das ist stark so. War schon einfach so. Das ist ein Stift gewesen, der lang wurde, weil es zwei waren. Da musst du erstmal messen, genau so sieht das aus. Musst du messen mit der Sonnenbrille erstmal, dass du gute Maße hast und dann ist fertig. Ich hatte eine Vintage-Brille. Recycle-Dings, ne? So ein krasser Stift, das ist jetzt das gleiche, nur eben mit Heißkleberpistole. Und eben mit Heißkleber und halt mit Brillendinger nach hinten richtig. Erstmal kurz Grundgerüst, kurz grundlegend legen, schwichtig. Und dann kann man zusammenkleben. Ja, hier die Mitte, einfach ganz kurz zwei Stifte aneinander kleben dafür. Das ist eine super Sache. Dann kann man da so, kann man die Nase reinstecken, das ist cool. Und dann kann man auch den anderen Stift von unten drunter nehmen, zum Messen einmal anlegen und dann kann man die da entsprechend absägen. Und auch ein bisschen schleifen. Das sieht super aus schon. Dann kann man das Nasending und die Brille ansetzen, um zu gucken, wo das Hinmuschel ist. Und dann kannst du es dann kleben, wie man hier sehen kann. Dann klebe ich jetzt mal die Stifte, die ich eben abgesägt hatte, auch noch dran. Weil das ist halt bei einer Brille so, dass unten auch noch was dran ist. Was hab ich gerade gesagt? Ist. Dann kann man jetzt die auch eben abgesägten Stifte als Brillenbügel-Dings fürs hinten ans Ohr ran. Ne? Ist auch wichtig, dass man abgesägt hat, dass man halt da einmal an der Brille einen guten Punkt hat, um es befestigen zu können und auch einmal halt um das Verlängerungsstift befestigen zu können. Genau, so heißt das nämlich. Muss man auch trocknen. Also da festhalten. Wichtig ist auch immer der Qualitätscheck. Na? Dann nochmal wiederholen da an der Stelle, weil es, na guck, das ist super. So muss das nämlich sein. Was hab ich gerade gesagt? Hüleh. Was? Hüleh? 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 Ich verstehe es nicht, verdammt Scheiße, ist auch egal. Das heißt, jetzt müssen wir das alles zusammenkleben hier, wie man sehen kann, in einem super tollen Zeitraffer. Dann kann man hier die Brillenbügel auch ansetzen, um zu gucken, wo die hin müssen. Diese auch ankleben und vorher den Flügeltest durchführen. Der war in diesem Fall negativ, also einfach ankleben dann, ja. Ja. Dann natürlich noch coole Aufnahmen machen, ja. Nice. Und anprobieren. Dann verabschiede ich mich jetzt und einen schönen Tag wünsche ich noch. Das ist einfach viel zu eng. Die Teile sind ja zu eng ein bisschen, deswegen hält das einfach so. Oh, scheiße, was ist das denn? Stimmt, das schon wieder broke. Ich hab Scheiße. Da kann man nichts machen, das muss halt einfach so viel sein, weißt du. Ich werde das Feld morgen auseinander oder so. Ich kann jetzt aus den neuen Bleistifte bauen, aus den Spitzen. So, ich würde jetzt sagen, ich zeige diese Bilder noch irgendwelchen Leuten, damit das lustig ist. Aber das mache ich im Vlog. Ich meine, es hält noch, ne? Ja, das war ich jetzt schon. Ziemlich krass. Kannst du hier noch ein Video angucken von mir? Oder das andere da oder so, ich weiß auch nicht, was du jetzt machen möchtest. Kannst du dir natürlich aussuchen, was du machst. Okay, tschüss.